Star Wars – The Clone Wars. Folge 1 – Der Hinterhalt. Große Führungsqualität ruft auch in anderen Größe hervor. Es ist eine unruhige Zeit in einer vom Krieg geteilten Galaxis. Republik und Separatisten buhlen um die Gunst neutraler Planeten, die sich für eine Seite entscheiden müssen oder Gefahr laufen, besetzt zu werden. Auch das Toldaria-System ist betroffen. Die Republik möchte hier eine Versorgungsbasis errichten. Aus diesem Grund ist Jedi-Meister Yoda auf dem Weg zu geheimen Verhandlungsgesprächen auf dem Mond Rugosa. Katunko, König der Toldarianer, ist eskortiert von zwei Leibwachen, bereits am Treffpunkt eingetroffen. Wir erhalten kein Signal von der Republik, Euer Hoheit. Ich kann nichts erkennen. Es ist seltsam, dass die Jedi sich verspäten. Seid gegrüßt, König Katunko. Unerwartet steht Asajj Ventress, eine Dienerin des Separatistenführers Count Dooku, hinter den Toydarianern. Kampfdroiden begleiten sie. Wer seid ihr? Ich bin nur eine Botin, Majestät. Mein Meister wünscht, euch zu sprechen. Auf Ventress' Holoprojektor erscheint das Abbild des Counts. Katunko, großer König von Toydaria, verzeiht meine Störung. Count Dooku. Mir ist bekannt, dass Meister Yoda auf eure Erlaubnis hofft, in eurem System eine Basis der Republik errichten zu können. Als Gegenleistung verspricht er euch Schutz. Ist es nicht so? Eure Spione leisten gute Dienste, Count. Ich frage euch, wie sollten euch die Jedi beschützen, wenn sie sich nicht einmal selbst beschützen können? Ich nehme doch an, ihr und eure Droidenarmee könnt es besser. Zweifelsohne. Ich sehe, ihr seid in der Lage, wahre Stärke zu erkennen, Eure Hoheit. Unsere Droidenarmeen übertreffen die republikanischen Klontruppen um das Hundertfache. Gut möglich. Aber ich habe gehört, dass ein einziger Jedi stärker ist als 100 Kampfdroiden. Meister Yodas Macht wird maßlos überschätzt. Das muss ich erst noch zeigen, Count. In der Tat. Sobald ihr euch für uns entscheiden solltet, wird meine Schülerin mich in Kenntnis setzen. Zur selben Zeit befindet sich der Raumkreuzer mit Meister Yoda an Bord im Anflug auf Rugosa. Königliche Delegation von Toydaria, hier spricht der Gesandte der Republik. Bitte antworten. Toydarianische Delegation, bitte melden. General, die Signalstation auf dem Mond der Toydarianer ist aktiv, aber unsere Übertragungen werden gestört. Unbemerkt haben sich zwei Fregatten der Separatisten aus dem Schatten des Mondes gelöst und eröffnen das Feuer. Sir, ein feindliches Schiff ist gerade in Sektor 6 aufgetaucht. Alle Geschütze Feuer erwidern. Wir verlieren unsere Schilde. Zu spät es ist. Zugeschnappt die Falle ist. Ich muss euch in Sicherheit bringen, General. Zurück, Sie müssen. Auf dem Mond hier unten meine Mission ist. Dorthin muss ich gehen. Schnell jetzt, erreichen die Planetenoberfläche, wir müssen. In einer Rettungskapsel, Sir? Der Feind wird auf alles schießen, was wir starten. Dann alle sie starten werden, hm? Der Kreuzer sprengt sämtliche Rettungskapseln gleichzeitig ab. Die meisten werden kurz nach dem Start von den Salven der Angreifer zerfetzt. Einige jedoch entkommen. Unter ihnen die, in der sich Meister Yoda mit Lieutenant Thayer sowie Reese und Jack befindet. Das war haarscharf. General, wir müssten außer Reichweite sein. Ich stimme zu. Aber in einer weiteren Falle wir sind. Seid ihr sicher? Eine Erschütterung der Macht, ich spüre. Auf Rugosa sind König Katunko die Schwierigkeiten der republikanischen Delegation nicht entgangen. My Lord, Meister Yodas Kriegsschiff hat die Flucht ergriffen. Was verlangt ihr noch von uns, um die Schwäche der Jedi zu beweisen? Da meldet sein Kommunikator eine ankommende Nachricht. Das Abbild Lieutenant Fires erscheint. Hier ist König Katunko. Sprechen Sie. Meister Yoda wünscht euch zu sprechen, Sir. Meister Jedi, ich dachte, Count Dooku hätte euch vielleicht verschreckt. Aufgehalten ich wurde, aber nicht allzu weit entfernt ich jetzt bin. Nicht gewusst, ich habe, dass Count Dooku auch hierher eingeladen war. Der Count hat sich selbst eingeladen. Er versicherte mir, dass seine Armee meiner Welt in Zeiten des Krieges mehr Schutz bieten könne, als ihr Jedi es könnt. Darüber das letzte Wort nicht gefallen ist. Euer Majestät verlangt unter Umständen mehr als nur Worte. Woran habt ihr dabei gedacht? Wenn Yoda tatsächlich der Jedi-Kämpfer ist, für den ihr ihn haltet, soll er es euch beweisen. Erlaubt mir, dass meine besten Truppen ihn zu fassen versuchen.
Wenn er entkommt, schließt euch der Republik an. Aber sollten meine Droiden über Yoda siegen, geht ihr eine Allianz mit den Separatisten ein. Ich habe Meister Yoda nicht hierher gebeten, um ihn auf die Probe zu stellen. Die Herausforderung, ich annehme, Euer Hoheit. Bei Einbruch der Dunkelheit, ich komme. Die Holo-Verbindung erlischt. Nicht aber das Misstrauen von König Katunko. Meister Yoda muss einen fairen Kampf bekommen. Mein verehrter König Katunko, das versteht sich doch von selbst. Die Raumkapsel mit Meister Yoda und den Soldaten ist inmitten der märchenhaften Landschaft von Rugosa gelandet, fernab des vereinbarten Treffpunktes. Einst war der Mond von Ozeanen bedeckt. Geblieben sind davon nur die riesigen, violett schimmernden Korallengewächse. Wunderschön dieser Mond ist, Erstaunlich, das Universum, ja. Ein Landungsschiff der Separatisten fliegt knapp über die Köpfe der Gestrandeten hinweg. Da passt ein ganzes Bataillon rein. Wahrscheinlich bis an die Zähne bewaffnet. Jack lässt sich davon nicht beeindrucken. Er greift nach seinem Rotationsblaster. Wir haben was zur Begrüßung. Nur das Nötigste mitnehmen. Zu viel Gewicht, sie nur aufhalten wird. Wenn Tress vernichten, ihre Waffen nicht können. Auf, Lieutenant! Beeilen wir uns müssen! Sir, zum Treffpunkt geht es dort entlang. Wie auch zu unserem Feind. Zu unserem Ziel, den direkten Weg wir nicht gehen werden. Ihm nach, Jungs! Nicht weit entfernt stellt Asajj Ventress, noch während die Kampfdroiden das Landungsschiff verlassen, den Kontakt zu Count Dooku her. Ich bringe meine Truppen in Stellung, Meister. Yoda hat einen schweren Fehler begangen, indem er sich so weit von Coruscant entfernt hat. Ich sehe zu, dass der Jedi seinen fairen Kampf erhält. Dooku unterbricht die Verbindung und Ventress wendet sich an die Truppen. Findet Meister Yoda. Wie sieht er denn aus? Wie ein kleiner, verschrumpelter, grüner Gnom. Mit einem Lichtschwert. Klein? Keine Sorge, Oberbefehlshaberin. Wir kümmern uns um ihn. Wenig später rücken die Droiden in den dichten Korallenwäldern mit Angriffspanzern vor. Ich glaube, ich sehe sie. Sie verstecken sich tief hinten im Wald. Feuert auf Sektor 11. Meister Yoda und die Soldaten beobachten das Fortkommen der gegnerischen Truppen. Gelassen bleiben, meine Freunde. In Reichweite wir nicht sind. Mit ihren Panzern kommen sie da nicht durch. Tatsächlich bleiben die Fahrzeuge kurz darauf im Korallendickicht stecken. Sehen Sie? Sehen Sie? Größe ist nicht alles, Die kleinere Truppe wir sind, dafür größer im Geist. Vergnügt setzt der Jedi den Weg fort. Hast du vielleicht verstanden, was der General meint? Kein Schimmer. Diese Jedi-Meister sind nicht zu verstehen. Yoda führt die Klonsoldaten auf verschlungenen Wegen durch die dicht stehenden violetten Gewächse. Sir, zwei Patrouillen nähern sich zu Fuß. Der Zeitpunkt ist da, zu begegnen dem Feind, Lieutenant. Im Hinterhalt lauern wir werden. Wir greifen ihre südliche Flanke an. Verstanden, auf geht's. Sie verteilen sich zwischen den Korallen. Die Droidenpatrouille rückt näher, ohne den Hinterhalt zu bemerken. Was war das? Knallt ihn ab! Da springt Yoda aus seinem Versteck. Seht mal, ein kleines grünes Männchen. Du stumpfer Blechtopf, das ist der Jedi. Der ist ja wirklich putzig. Abknallen! Doch Größe ist wirklich nicht alles. Der flinke Yoda weicht den Blasterschüssen der Droiden mit Leichtigkeit aus. In Gruppen aufteilen und ausschwärmen. Roger, 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 Roger. Darauf haben die Klone nur gewartet. Als die einzelnen Droidentrupps weit genug voneinander entfernt sind, nehmen sie sich einen nach dem anderen vor. Jack kann es gar nicht erwarten, die Droiden mit seinem Rotationsblaster zu empfangen. Okay, ihr Klappergestelle, riecht mal daran! Wo ist der General? Ich weiß es nicht, wir wurden getrennt. Eine Gruppe Superkampfdroiden nähert sich und eröffnet sofort das Feuer. Zurück! Es sind so viele! Die Klonsoldaten müssen flüchten. Hoffentlich erreicht der Channel noch rechtzeitig den Treffpunkt. Wir helfen ihm jedenfalls, Zeit zu gewinnen. Lieutenant Fire geht von einem Blasterschuss getroffen zu Boden. Lieutenant, können Sie gehen? Ich glaube, es ist alles okay. Gestützt von seinen Kameraden erreicht der Lieutenant einen Felsvorsprung, den die Klonsoldaten vorübergehend als Deckung benutzen können. Doch die Superkampfdroiden rücken immer näher. Da taucht unmittelbar hinter den Droiden Meister Yoda auf. Das Lichtschwert wirbelt durch die Reihen der Gegner.
Einige von ihnen zerfallen in ihre Einzelteile. Dann ist Yoda an den Droiden vorbei und stürmt die Blasterschüsse mit dem Schwert abwehrend zum Felsen, an dem die Klone warten. Was sollen wir jetzt tun, Sir? Statt zu antworten, schließt Yoda die Augen, konzentriert sich und nutzt die Macht. Was macht der General denn da? Schieß weiter! Da wird der vorderste der Superkampf-Droiden wie von Geisterhand in die Luft gehoben. Hey, was ist denn jetzt los? Als würde er an einem unsichtbaren Faden baumeln, dreht er sich um 180 Grad und eröffnet das Feuer auf den eigenen Trupp. Ehe die Superkampf-Droiden reagieren, liegt die Hälfte von ihnen zerstört am Boden. Dann aber schießen sie den vermeintlich übergelaufenen Kameraden in Fetzen. Die restlichen Droiden jedoch sind für Yoda keine Bedrohung mehr. Mit Hilfe der Macht schmettert er sie zurück, sodass sie zerstört zwischen den Korallen landen. Ihr habt uns rechtzeitig gefunden, Sir. Im Stich gelassen, niemand von mir wird. Aber damit ist die Gefahr noch nicht vorüber. Aus der Ferne nähern sich weitere Gegner. Droidikas greifen an. Ringförmige Zerstörer-Droiden, die blitzartig heranrollen und sich vor den Klonsoldaten aufrichten. Rückzug! Euch decken, ich werde! Mit seinem Lichtschwert wehrt er die Blasterschüsse ab und lenkt sie zuletzt auf die Korallen rechts und links des Weges, die krachen, zerbrechen und die Droidikas unter sich begraben. Wie es aussieht, scheint Meister Yoda meinen Erwartungen gerecht zu werden. Aber so schnell gibt Asajj Ventress nicht auf. Über eine Holo-Verbindung nimmt sie Kontakt zum Commander der Kampfdroiden auf. Die republikanische Armee ist angeschlagen. Der Jedi ist auf dem Rückzug, Oberbefehlshaberin. Gut, verfolgt sie und verliert keine Zeit. Der Wettstreit ist noch nicht entschieden. Gatunko ist die Verunsicherung deutlich anzumerken, als er seinerseits Meister Yoda kontaktiert. Meister Yoda, ich hörte von euren Schwierigkeiten mit der Droidenarmee. Schwierigkeiten? Von Schwierigkeiten ich nichts weiß. Auf unsere baldiges Treffen ich mich freue. Da schnappt sich Ventress Katunkos Holoprojektor und zerquetscht ihn. Dieser Jedi wird sich mir nicht mehr lange entziehen. Inmitten der Korallenlandschaft stoßen die Klonsoldaten mit dem verletzten Lieutenant Fire im Schlepptau auf eine Schlucht, deren terrassenförmige Seiten unregelmäßig angeordnete Löcher aufweisen. Offenbar Eingänge eines auf natürliche Weise entstandenen Höhlensystems. Sollen wir da wirklich reingehen, General? Dort gibt es keinen Ausgang. Uns ausruhen, wir müssen. Im Schutz der Höhle entzündet Reese eine Lampe. Uns geht die Munition aus, Sir. Wir haben nur noch 2 Granaten und 1 Ladung für den Raketenwerfer. Gegen ein ganzes Bataillon? Vergiss es, wir haben verloren. Unsere Niederlage so sicher für euch ist, hm? Yoda zündet sein Lichtschwert. Bei allem Respekt, General. Vielleicht solltet nur ihr weitergehen. Wir versuchen, sie aufzuhalten. Und schneidet aus dem Lauf eines der nutzlos gewordenen Gewehre einen Gehstock für Lieutenant Fire. Alles vorhanden ist, was wir brauchen, um zu gewinnen, oder? Hm? Kommt und setzt euch. Eure Helme, nehmt sie ab. Eure Gesichter zu sehen, ich wünsche. Da gibt es nicht viel zu sehen, Sir. Wir unterscheiden uns kaum voneinander. In die Irre euch, die Augen führen in der Macht. Ganz verschieden jeder von euch ist. Reese, immer fixiert auf den Feind du bist. Um Erleuchtung zu erlangen, betrachte dich selbst und jene neben dir. Jack, besorgt um deine Waffen du bist. Waffen gewinnen ein Gefecht nicht. Im Geiste mächtig du bist, hm? Ausspielen die Droiden, du kannst. Fire, stürze nicht zu eilig in den Kampf. Lange dauert der Krieg. Nur wer ihn überlebt, ihn gewinnen wird. Ja, hm. Klone, wie es sein mögt. Aber die Macht in allen Lebewesen wohnt. Nutzen ihr sie könnt, um den Geist zu besänftigen. Da werden vor dem Eingang der Höhle Motorengeräusche laut. Von einem Felsvorsprung aus beobachten die Klone den Aufmarsch der Kampfdroiden in der Schlucht. Panzer, wollen Sie uns damit beschießen? Ja, aber ich habe nur einen einzigen Schuss übrig. Sie begrüßen? Ich will. General, ihr wollt euch doch nicht die ganze Kolonne allein vornehmen. Aber euch drei doch noch. Unterlegen Sie sind. Erkennen, ihr werdet, wenn ich Hilfe brauche. Und bevor einer der Soldaten Widerworte geben kann, springt Meister Yoda mit einem Satz vom Felsen herab und landet direkt vor dem ersten Panzer der Droiden. Da ist der Jedi. Schneidet ihm den Fluchtweg ab. Schussbereit machen. Feuer!
rennt unter den Panzer! Auf dem Weg durch die Reihen der Kampfdroiden hinterlässt Yoda eine Schneise der Vernichtung. Unter dem Panzer angekommen, schneidet er die Bodenplatte auf und schlüpft in das Innere. Oh nein! Die Besatzung des Panzers versucht zu fliehen, aber kaum haben sie den Panzer verlassen, spielt Yoda die Macht aus. Und die beiden Droiden werden, wie von einem unsichtbaren Sog erfasst, zurück in das Panzerinnere gezogen. Sekunden später werden sie wieder herausgeschleudert. In Einzelteilen. Sieht nicht so aus, als bräuchte der General unsere Hilfe. Danach kommt der zweite Panzer an die Reihe. Dann der dritte. Yoda schneidet die Abdeckung heraus und zieht die Besatzung ins Freie. Seine Bewegungen erfolgen so schnell, dass die Kampfdroiden keine Möglichkeit finden, sich zur Wehr zu setzen. Bald sind nur noch Trümmer von dem gegnerischen Bataillon übrig. König Katunko hat die Schlacht von einem erhöhten Aussichtspunkt beobachtet. Ganz schön viel Rauch für eine Kapitulation. Asajj Ventress vermag seine Gelassenheit nicht zu teilen. Berichten Sie, was geht da drüben vor sich? 224, kommen! Wo ist 224? Zerstört, Oberbefehlshaberin! Der Jedi hat unsere Stellungen überfallen! Kurz ist Meister Yoda in der holographischen Übertragung zu sehen. Er enthauptet den Droiden, das Hologramm erlischt. Ich glaube inzwischen, dass alle Geschichten über die Jedi der Wahrheit entsprechen. Noch ist der Kampf nicht vorbei, Majestät. Mit einem Knopfdruck aktiviert Ventress die auf dem Landungsschiff verbliebenen Droidekars, die sich augenblicklich auf den Weg zum Kampfplatz machen. Jack erblickt die Droidekars als erster. Hier gibt's gleich Ärger. Sie haben Verstärkung geschickt. Der General ist mit dem Panzer beschäftigt. Er kann sie nicht kommen sehen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir die loswerden. Lieutenant Thayer richtet den Raketenwerfer auf einen vorspringenden Felsen auf der anderen Seite der Schlucht. Er weiß, er hat nur noch einen Schuss. Die Felsformation gerät ins Wanken, stürzt herab und zermalmt die Droidikas zu Trümmern und Metallstaub. Ja, guter Schuss, Sir. Ja, diesen Klappergestellen haben wir es gezeigt. Thayer und die beiden anderen Klonsoldaten klettern ins Tal, wo Yoda sie bereits erwartet. Heute etwas dazugelernt, Lieutenant. Ich denke, das haben wir alle, General. Kommt, Zeit wir verloren haben. Nicht höflich, es ist zu spät zu sein. Nach dem Ausgang der Ereignisse teilt König Katunko Count Dooku über eine Holo-Verbindung seine Entscheidung mit. Ihr hattet recht, Count Dooku. Ein Jedi ist keine 100 Kampfdroiden wert. Vielmehr 1000. Es tut mir leid, aber ich stelle mich auf die Seite der Republik. Ihr solltet nicht zu schnell urteilen, weißer König. Ich verspreche, es würde sich für euch lohnen. Eure Gesandte hatte auch versprochen, dass Yoda einen fairen Kampf bekommt. Ich handle nicht mit Partnern, die ihr Wort nicht halten. Sei es drum. Vielleicht sind die Verhandlungen etwas erfreulicher mit eurem Nachfolger. Ventress, tötet ihn! Ventress zündet ihre beiden Lichtschwerter. Die Leibgarde des Königs eröffnet sofort das Feuer. Aber es bereitet Dokus Dienerin keine Schwierigkeiten, die Schüsse abzuwehren. Eine kaum wahrnehmbare Handbewegung und Katunkos Leibwächter werden wie von einer unsichtbaren Faust zurückgeschleudert. Ohne Deckung steht der König vor ihr. Ventress holt aus, doch ihre Lichtschwerter verharren wenige Zentimeter vor Katunkos Hals. Yoda, der soeben eingetroffen ist, hat sie mit Hilfe der Macht gerade noch rechtzeitig aufhalten können. Die Droiden reißen ihre Waffen hoch, aber die Klonkrieger sind schneller und schießen Ventress' Diener in Stücke. Jedi Meister Yoda, ich bin sehr erfreut, euch endlich persönlich zu begegnen. Eure Freude, ich teile, König Katunko. Eine knappe Handbewegung Yodas lässt Asajj Ventress zurückwirbeln. Count Dooku hat das Schauspiel über den Holoprojektor mit versteinerter Miene beobachtet. Versagt, Ventress hat, Count. Ich habe keine Furcht vor euch, Jedi. Stark seid ihr in der dunklen Seite der Macht, aber auch nicht so stark. Noch viel zu lernen, ihr habt. Euch ergeben, ihr solltet. Doch davon hält Asajj Ventress überhaupt nichts. Über einen Knopfdruck löst sie eine Explosion am Felshang aus. Riesige Brocken stürzen in die Tiefe, direkt auf Meister Yoda, Katunko und die Klonkrieger zu. Yoda reißt die Hände hoch und es gelingt ihm mit der Macht, die herabrasenden Trümmer aufzuhalten und zur Seite zu schleudern. Inzwischen allerdings ist Asajj Ventress geflohen und rast mit ihrem Solarsegler dem orangefarbenen Himmel über Rugosa entgegen. Am Ende sind Feiglinge die, die der dunklen Seite folgen. Ich bedauere nicht persönlich anwesend zu sein, mein alter Meister. Ich bedauere vielmehr,
mein gefallener Schüler. Mit grimmiger Miene beendet Count Dooku die Verbindung. Vielleicht jetzt die Verhandlungen beginnen können. Das wird nicht nötig sein, mein Freund. Ihr verdient mein Vertrauen. Toydaria fühlt sich geehrt, eure Basis aufzunehmen. Mein Volk steht euch zu Diensten. Euer Majestät, euch enttäuschen wir nicht werden. Yoda sieht zu den landenden Kanonenbooten der Republik. Sie sind gekommen, um ihn und die neuen Verbündeten an Bord zu nehmen. Diese Schlacht wurde gewonnen. Der Krieg aber ist noch lange nicht vorbei. Star Wars – The Clone Wars. Folge 2 – Der Angriff der Malevolence. Glaube ist keine Frage der Wahl, sondern der Überzeugung. Die Klonflotte steht unter Beschuss. Dutzende republikanischer Kriegsschiffe sind gnadenlosen Überraschungsangriffen zum Opfer gefallen. Gerüchte über eine neue Waffe der Separatisten mehren sich. Angesichts der wachsenden Bedrohung entsendet der Rat der Jedi-Meister Plo Koon, um diese schreckliche Waffe aufzuspüren und zu vernichten. Mit dem Flaggschiff Triumphant reist er, eskortiert von zwei weiteren Sternzerstörern, ins Abregado-System. Dort entdeckt er nahe des roten Zentralgestirns ein Schlachtschiff von gigantischen Ausmaßen. Die Malevolence. Das feindliche Schiff wird langsamer, General. Sie müssen gemerkt haben, dass wir sie verfolgen. General Grievous und Count Dooku beobachten auf der Brücke der Malevolence die Ankunft Plo Koons. Wir haben drei republikanische Kreuzer gerottet. Was sollen wir tun? Ihre Kommunikation blockieren. Auf der Triumphant trifft Commander Wolf Vorbereitungen zum Angriff und informiert Plo Koon. Die Flotte hält ihre Position, Sir. Ich denke, es wäre angebracht, unsere Position zu melden, bevor wir angreifen. Skywalkers Flotte ist in der Nähe, im Bith-System. Gut. Vielleicht kann er uns unterstützen. Nach dem, was ich gehört habe, ist Skywalker immer bereit für einen Kampf. Das habe ich auch gehört. Jedi-Meister Plo Koon schaltet den Holoprojektor ein. Es erscheinen die Hologramme Anakin Skywalkers und seiner jungen Padawan-Schülerin Ahsoka Tano. Kotoya, Meister Plo. Kotoya, kleine Soka. Habt ihr die Geheimwaffe aufgespürt? Wir haben sie im Abregado-System geortet. Wir könnten Verstärkung gebrauchen. Ich muss erst den Rat fragen, Meister Plo. Ich habe den strikten Befehl, unseren Standort zu sichern. Meister Plo, ist denn... Was stimmt mit der Übertragung nicht? Zu viele Interferenzen, Sir. Ich habe sie verloren. Auf der Brücke von Anakin Skywalkers Sternzerstörer, der Resolute, ist Ahsoka Tano äußerst besorgt um das Schicksal von Meister Plo. Ihr habt Meister Plo gehört. Er braucht Verstärkung. Wir müssen ihm unbedingt helfen. Wir müssen die Entscheidung des Rates abwarten. Dies ist eine wichtige Zusammenkunft. Sei bitte stets aufmerksam und rede nur, wenn man dich darum bittet. Mache ich das nicht immer? Im Nebenraum der Zentrale wurde bereits der Kontakt nach Coruscant hergestellt. Anakin Skywalker und seine Padawan kommen hinzu, als der Rat der Jedi mit den Meistern Mace Windu, Obi-Wan Kenobi und Yoda die Lage diskutieren. Diese Geheimwaffe hat in einem Dutzend Systemen zugeschlagen, ist danach jedes Mal spurlos verschwunden. Weitere Verluste können wir uns nicht mehr erlauben, meine Freunde. Ah, Meister Skywalker. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte bei der Suche nach General Grievous' Geheimwaffen? Meister Plo war hier im Abregado-System, als wir den Kontakt verloren. Unterdessen bereitet General Grievous den Angriff auf die republikanischen Schiffe vor. General Grievous, das ist ein adäquater Test für unsere neue Waffe. Abfeuern, sobald ihr bereit seid. Ja, mein Lord. Feuer!
An Bord der Triumphen schlagen die Sensoren Alarm, als die Malevolence voraus ein kreisrundes, weiß leuchtendes Energiefeld aufbaut, das sich vom Schiff löst und in gerader Linie auf das Flaggschiff zurast. Wir empfangen eine hohe Energiekonzentration, Sir. Auf Anschlag vorbereiten! Kompletter Schubkraftverlust! Dieses Energiefeld hat unsere Abwehr zerstört! Damit ist die Triumphen den Angriffen der Feinde hilflos ausgeliefert. Schnell in die Rettungskapseln! Uns bleibt nicht viel Zeit! Alle von Bord, Beeilung! Sekunden vor der Zerstörung kann sich ein Teil der Besatzung in eine Handvoll Rettungskapseln von Bord katapultieren. In einer von ihnen befinden sich neben dem Jedi-Meister Plo Koon auch die Klone Captain Wolf, Sinker und Boost. Auf der Malevolence ist General Grievous mit dem Ergebnis seines Angriffs überaus zufrieden. Ein weiterer erfolgreicher Test findet ihr nicht auch, Count Dooku? Wir müssen unsere Position geheim halten. Sendet die Jäger aus. Ich will, dass alle Rettungskapseln zerstört werden. An Bord der Resolute informiert Anakin Skywalker den Kanzler und die Jedi-Meister über Plo Koons Niederlage. Es gibt kein Lebenszeichen von General Plo Koon. Ich befürchte, das lässt darauf schließen, dass seine Flotte zerstört wurde, so wie die anderen. Wir bereiten einen Rettungseinsatz vor. Laut Aufklärung hat es nach Einsatz dieser Waffe nie Überlebende gegeben. Die Separatisten gehen da leider äußerst gründlich vor. Sie wollen keine Zeugen hinterlassen. Tragisch diese Verluste sind, aber weitere verhindern? Wir müssen. Alle Kampfverbände werden zum Schutz der Versorgungskonvois benötigt. Eure auch, Skywalker. Ich fürchte, für eine Rettungsmission können wir kein Schiff entbehren. Wartet! Dass es bisher nie Überlebende gegeben hat, heißt doch nicht, dass es diesmal auch keine gibt. Kühne Worte für eine so junge Person. Sie lernt offensichtlich von Anakin. Entschuldigt meinen Padawan. Wir werden eurem Befehl Folge leisten, Meister. Der Projektor schaltet sich ab. Aber Anakin ist noch nicht fertig. Ahsoka! Wenn jemand so etwas überleben kann, dann Meister Plo Koon. Ich verstehe einfach nicht... Was du nicht verstehst, ist das Jedi-Protokoll. Oder wo dein Platz ist, junger Padawan. Admiral Yularen betritt den Raum. Admiral, wir erweitern die Verteidigungslinie. Verteilen Sie die Schiffe. Ich fliege zur Aufklärung voraus. Ist das angesichts der Geheimwaffe da draußen nicht etwas riskant? Möglicherweise. Aber Sie wissen ja, was ein Befehl ist. Komm mit, Snips. Im Abregado-System treiben Meister Plo und die drei Klonsoldaten Captain Wolf, Sinker und Boost immer noch in ihrer Rettungskapsel durch den Raum. Manövrierunfähig und mit nichts weiter ausgestattet als der Hoffnung, dass sich jemand auf die Suche nach ihnen begibt. Und ihnen bleibt nicht mehr viel Zeit. Kompletter Systemausfall. Die Energie reicht gerade noch für die Lebenserhaltung. Nicht mehr lange allerdings. Die Luft hier drin wird langsam muffig. Ich kann nichts dafür. Das ist Boost, Sir. Der nimmt nur im Urlaub mal ein Bad. Lass die Sprüche. Arbeit an der Kapsel und dann an deinen Witzen. General, denkt ihr, wir haben eine Chance? Ich glaube nicht an Chancen, Commander. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir überleben. Und uns wird ganz sicher jemand finden. Bei allem Respekt, General. Strategisch gesehen ergibt es überhaupt keinen Sinn, nach uns zu suchen. Wenn ich ein Kommando hätte, würde ich die Geheimwaffe suchen. Mir hingegen sind ihre Leben wichtiger als die Suche nach irgendeiner Waffe. Sir, da draußen ist eine weitere Kapsel. Wenn wir sie nur irgendwie kontaktieren könnten. Wenn wir ihre Sichtluke sehen würden, könnten wir wenigstens winken. Mit Hilfe der Macht dreht Meister Plo die Kapsel vor ihnen. Langsam schwenkt sie herum. Aus der zersplitterten Sichtluke ragt der Körper eines Klonsoldaten. Sie sind tot. Das war kein Unfall, sie wurde von außen beschädigt. Wir sind nicht allein hier draußen. In der Zwischenzeit verlassen Anakin Skywalker und sein Padawan Ahsoka in dem kleinen Frachter Twilight den Hangar der Resolute. Ebenfalls an Bord befindet sich R2-D2. Hast du die neuen Koordinaten, R2? Meister, ich sollte euch erklären, wieso ich vorhin so vorlaut war. Du brauchst mir gar nichts zu erklären. Die Twilight beschleunigt und springt durch den Hyperraum. R2, kalibrier den Scanner. Programmier ihn auf, mysteriöse Waffen. Nein, R2, stell den Scanner auf Lebensform ein, auf höchster Stufe. Warum denn Lebensform? An Bord der Geheimwaffe sind doch höchstwahrscheinlich nur Kampfdroiden. Erst jetzt registriert Ahsoka das rote Gestirn voraus und erkennt, wohin Skywalker die Twilight gebracht hat.
Das Abrigado-System. Ah, ach, dann ist es euch wohl gestattet, Anweisungen zu ignorieren. Anweisungen des Rates zu befolgen ist eine Sache. Wie du sie umsetzt, ist eine andere. Diese Lektion musst du noch lernen, mein junger Padawan. Dann hattet ihr von Anfang an vor, Überlebende zu suchen? Leben sind in Gefahr, Ahsoka. Da dürfen wir nichts unversucht lassen. Genau das habe ich doch vorhin auch gemeint. Ich weiß, aber deine Vorgehensweise war falsch. Beeilung, schalt die Beleuchtung ein. Wir haben nicht viel Zeit, bevor die Flotte uns vermisst. In der Rettungskapsel arbeiten die Klonsoldaten fieberhaft daran, die Energieversorgung wiederherzustellen. Nein, so geht das nicht. Das gehört nach da und das kommt dorthin. Bist du ganz sicher? Wir wollen es nicht noch schlimmer machen. Die Lage könnte ja wohl kaum schlimmer sein. Wer Schwierigkeiten sucht, sollte nicht überrascht sein, wenn er auch welche bekommt. Die Schwierigkeiten haben wir schon längst, Sir. Wie wär's, wenn wir diese Kabel hier verbinden? Ich krieg hier was rein. Eine unserer Kapseln. Wiederhole, wir werden angegriffen. Kann mich jemand hören? Das Signal ist sehr schwach. Unsere Position ist Markierung 12.2-6. Ich habe Sichtkontakt. Doch was sie erblicken, übersteigt ihre schlimmsten Befürchtungen. Ein Enterschiff der Separatisten hat die Rettungskapsel erreicht. Vier Metallkrallen halten die Kapsel fest im Griff, während sich das Schott öffnet und bewaffnete Kampfdroiden ausspeien. Sie schweben auf die Sichtluke der Kapsel zu. Kapsel 1977, hören Sie mich! Die Droiden wollen Überlebende töten, sie brechen die Hülle auf! Das Glas hält der Belastung nicht länger stand und zersplittert. Die Atemluft entweicht mit einem Schlag und die Überlebenden werden ins Weltall gerissen. Die Lage ist doch noch schlimmer geworden. Inzwischen haben Anakin und sein Padawan die zerstörte Flotte im Abrigado-System erreicht. Langsam gleitet die Twilight durch ein scheinbar endloses Meer aus Wrackteilen und Metalltrümmern. Die Scanner sind praktisch nutzlos. Hast du irgendwas auf dem Notrufkanal, R2? Ich sag's nur ungern, Ahsoka, aber vielleicht finden wir etwas, das du nicht finden möchtest. Ich weiß, Meister, aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben. Woher kennst du Meister Plo eigentlich? Er ist ein sehr alter Freund. Es war Meister Plo Koon, der mich gefunden und in den Jedi-Tempel gebracht hat. Und ich dachte, jetzt könnte ich es sein, die ihn findet. Wir werden gerufen, Meister. Da hat wohl jemand Sehnsucht nach uns. Auf dem Holoprojektor im Cockpit der Twilight erscheint das Hologramm von Obi-Wan Kenobi. Anakin, wo steckst du? Oh, hallo Meister. Wir sind nur mal kurz im Abrigado-System. Eine Rettungsmission nehme ich an. Deine Befehle lauteten anders. Es war meine Idee, Meister Obi-Wan. Da bin ich sicher. Gut, habt ihr Überlebende gefunden? Nein, ihr hattet recht. Die Separatisten wollen einfach keine Zeugen. Was umso mehr dafür spricht, sich der Eskorte wieder anzuschließen. Beeil dich, Anakin. Du verpasst sonst noch den Flottenverband. Wir brauchen dich. Ich weiß, Meister. Wir sind unterwegs. Es tut mir leid, Ahsoka. Anakin macht sich daran, das Trümmerfeld und anschließend das System zu verlassen. Als plötzlich... Was gibt es, R2? R2-chen empfängt auf dem Notrufkanal irgendein Signal. Zurückverfolgen. Na dann los! Das Enterschiff hat die Kapsel mit Meister Plo und den Klonkriegern entdeckt. Sofort steuern die Kampfdroiden darauf zu. Jetzt haben sie uns, glaube ich, entdeckt. Es wird Zeit zu gehen. Gehen? Wo wollt ihr hin, Sir? Nach draußen, um mich dem Feind zu stellen. Ich kann im Vakuum eine Zeit lang überleben. Setzen Sie Ihre Helme auf. Na gut, wie ihr wünscht, Sir. Die Situation ist kritisch, aber es besteht nach wie vor die Möglichkeit, dass wir es schaffen. Das reicht mir völlig. Komm, Sinker, raus hier. Die Droiden docken an die Kapsel an. Wolf, sorgen Sie dafür, dass das Notrufsignal weitergesendet wird. Das ist unsere einzige Chance, aufgespürt zu werden. Dann hoffen wir mal, dass es auch jemand sucht. Anakin und sein Padawan durchstreifen das Trümmerfeld auf der Suche nach dem Ursprung des Notrufsignals. Empfangen wir dieses Signal noch? Ja, aber warum finden wir hier niemanden? Ich weiß es nicht, Ahsoka. Ich weiß es nicht. Ist da draußen jemand? Hier spricht Ahsoka Tano. Kann mich irgendjemand hören? Gerade wollen die Droiden die Kapsel öffnen, da entdecken sie Plo Koon. Hey, wo kommt denn dieser Jedi auf einmal her? Geht in Deckung! Er steht auf der Außenhülle, zündet sein Lichtschwert und stürzt sich auf die Angreifer. Auch Sinker und Boost haben die Kapsel verlassen und feuern mit ihren Blastern. Ist da draußen jemand? Bitte komm! Hier spricht
Ahsoka Tano. Zur gleichen Zeit empfängt Captain Wolf im Innern der Kapsel ein Signal von Ahsoka. Das ist Ahsoka. Sie muss ganz in der Nähe sein. Senden Sie weiter das Notrufsignal, Commander. Wir verlieren das Signal. Die Kapsel wird bald zusammenbrechen. Plo Koon gibt Zinker auf der Außenhülle ein Zeichen. Zinker, jetzt sind Sie dran. Bin bereit, Boss. Mit der Hilfe der Macht lässt Plo den Soldaten über die Droiden hinwegschweben. Was ist denn? Press Laser, ihr Klappergestelle. Während Zinker die Droiden unter Beschuss nimmt, durchschneidet Meister Plo mit seinem Lichtschwert die Greifarme, mit denen das Enterschiff angedockt hat. Die Kapsel ist frei. Zusammen beobachten sie, wie das Schiff mit einem umhertreibenden Wrackteil zusammenstößt und explodiert. Auf dem Planeten Coruscant, dem Regierungssitz der Galaktischen Republik, lässt sich der Kanzler von Obi-Wan Kenobi, Mace Windu und Yoda Bericht erstatten. Wir müssen einen Weg finden, diese mysteriöse Waffe zu zerstören. In diesem Krieg stets einen Schritt voraus, Count Dooku zu sein scheint. Sag mir, gibt es schon irgendeine Nachricht von Meister Plo Koon oder seiner Flotte? Nein, wir müssen das Schlimmste befürchten. Nicht unbedingt. Mir wurde soeben berichtet, dass Anakin die Überreste von Meister Plos Flotte gefunden hat und in den Trümmern nach Überlebenden sucht. Und wer hat ihn dazu autorisiert? Ich fürchte, er sich selbst. Ohne seine Flotte im Verband sind wir verwundbar. Oh, seine Flotte ist da, wo sie hingehört. Er ist mit einem kleineren Schiff unterwegs und mit seinem Padawan. Doppelten Ärger sie nun machen. Waghalsig sich Skywalkers Entscheidung war. Hoffen wir nur, dass sie keine gravierenden Folgen hat. Nach der Unterredung mit den Jedi-Meistern nimmt der Kanzler Kontakt zu Anakin auf. Anakin, der Rat ist außer sich. Wie konntest du nur deinen Posten verlassen? Ich war der Ansicht, wir können Meister Plo Koon nicht im Stich lassen. Eine noble Geste, Anakin. Aber der Rat ist der Meinung, dass dein Wagemut andere in Gefahr bringt. Bitte hör auf mich, Anakin. Kehr sofort zurück. Ja, Euer Exzellenz. Es wird Zeit für den Rückflug. Wir können jetzt nicht weg. Ahsoka, ich würde auch gern glauben, dass er noch lebt, aber... Ich weiß genau, dass er noch lebt. Ich kann es spüren. Ahsoka! Eigenmächtig übernimmt Ahsoka die Steuerung und reißt die Twilight herum, sodass R2-D2 das Gleichgewicht verliert. Unterdessen klammern sich Meister Plo und die Klonsoldaten an die Außenhülle der driftenden Rettungskapsel. Ihnen bleibt nur noch die Atemluft in ihren Anzügen. Nun, General, wir haben es von einer misslichen Lage in die nächste geschafft. Ihr Sinn für Humor wird immer besser. Ich will ja nicht darauf rumreiten, aber ich habe von Anfang an nicht daran geglaubt, dass uns jemand sucht. Sergeant, warum sind Sie eigentlich so sicher, dass niemand kommen wird? Wir sind doch nur Klone, Sir. Wir sind nun mal entbehrlich. Nicht für mich. In diesem Moment rast die Twilight heran. Da sind sie! Holen wir sie an Bord. Schleppkabel ist auswurfbereit. Das Schleppkabel schießt auf die Rettungskapsel zu. Wenig später erreicht sie sicher den Frachtraum der Twilight. Kommt schnell! Geht es euch gut, Meister Plo? Da ist noch jemand in der Kapsel. Anakin öffnet die ramponierte Sichtluke der Kapsel. Captain Wolf taumelt heraus. Zinker und Boost liegen erschöpft auf dem Boden des Frachtraums. Ein medizinischer Droide kümmert sich um die Verletzten. Werden Sie es überstehen? Kapsel und Druckanzüge haben Sie geschützt. Ich empfehle jedoch, Sie auf eine Lazarettfregatte zu bringen. Ich stabilisiere Sie, Sir. Eure Männer sind in Sicherheit. Gibt es noch andere Überlebende? Wir konnten sonst niemanden finden, nein. Die Jäger müssen Sie alle getötet haben. Es tut mir leid, Meister Plo. Plo Koon begibt sich mit Anakin und Ahsoka Tano auf die Brücke des Schiffs. Wir hatten die Geheimwaffe in diesem System lokalisiert. Es handelt sich um eine Ionenkanone. Eine Ionenkanone? Sie neutralisiert sämtliche Energiesysteme unserer Schiffe und macht sie damit zu wehrlosen Zielen. Ein gewaltiges Raumschiff nähert sich. Fahrt alle Systeme runter, bevor sie uns entdecken. Der Droide! Ahsoka eilt zu R2-D2 und schaltet ihn ab. Entschuldige, Kleiner. General Grievous Malevolence taucht vor der Twilight auf. Wow, das ist wirklich ein großer Kreuzerknacker. Währenddessen im Frachtraum. Hey, wieso ist das Licht aus? Sie haben alles runtergefahren. Wahrscheinlich ist das Schiff wieder da.
Wir sollten auf die Brücke gehen. Sie sind zu schwach. Ich werde nachsehen, was los ist. Der kleine Frachter gleitet mit abgeschalteten Systemen unter dem mächtigen Rumpf der Malevolence entlang. An Bord versuchen General Grievous' Droiden, das zerstörte Enterschiff zu orten. Noch immer kein Zeichen von den Jägern. Geschwindigkeit drosseln und Scanner aktiviert. Hier ist ein schwaches Signal von einem Droiden. Das ist keiner von unseren. Die Quelle ist direkt hinter uns. Bringt uns in Angriffsposition! Anakin, Ahsoka und Meister Plo beobachten, wie Grievous' Schiff den Kurs ändert. Sie kommen wieder zurück. Sind wirklich alle Systeme runtergefahren? Gibt es hier ein Problem, Sir? Der Medi-Droide betritt die Brücke. Wir haben den Medi-Droiden vergessen. Wir brauchen sofort wieder volle Energie. Kann ich irgendwie behilflich sein? Nein, danke. Geh einfach nach hinten und kümmere dich um die Klone. Darauf bin ich programmiert, Sir. Beeilung, wir müssen hier weg. Ich weiß, ich weiß. Der Fluchtversuch der Twilight bleibt nicht unbemerkt. Sir? Der Feind versucht, durch das Trümmerfeld zu entkommen. General, ich habe doch gesagt, ich will keine Zeugen. Energie auf die Plasma-Induktoren! Geschickt steuert Anakin sein Schiff durch die Trümmer der zerstörten Flotte. R2, programmier den Navigationscomputer und bring uns hier raus. Ihr habt was vergessen. Ich habe ihn ausgeschaltet. Plo Koon schaltet R2-D2 wieder ein. Koto-Ja, Droide. General Grievous' schwerer Kreuzer holt schnell auf. Wir sind jeden Augenblick in Waffenreichweite, Sir. Das schaffen die niemals! Feindliches Schiff anvisiert, General! Gewaltige Energien bauen sich im Innern der Malevolence auf. Violette Strahlen schießen aus der Öffnung der Ionenkanone und formen ein gigantisches Kraftfeld. Feuer! Ein Ring aus violetten Entladungen löst sich vom Schiff und schießt der davonrasenden Twilight hinterher. In halsbrecherischen Manövern jagt Anakin durch das Trümmerfeld. Doch das Kraftfeld kommt immer näher. R2, Hyperraumsprung vorbereiten! Irgendwohin, schnell! Der kleine Droide reagiert sofort. Doch bevor die Twilight das Trümmerfeld nicht verlassen hat, ist der Sprung in den Hyperraum nicht möglich. Meister? Fast hat das Kraftfeld Anakins Schiff erreicht. Doch dann... Wir sind durch. Anakin Skywalker aktiviert den Hyperantrieb. Die Twilight entkommt. An Bord der Malevolence tobt General Grievous vor Zorn. Jetzt wird die Republik alles über unsere Ionenkanone erfahren. Euer Versagen ist überaus bedauerlich. Mein Meister wird nicht erfreut sein, davon zu hören. Unbeschadet kehrt die Twilight zu Resolute zurück und landet sicher im Hangar des Flaggschiffs. Danke, dass Sie uns da rausgeholt haben, General Skywalker. Danken Sie lieber meinem Padawan. Sie hat immer daran geglaubt, dass Sie durchhalten. General Plo sagte, dass jemand kommen würde. Zum Glück hat er recht gehabt. Skywalker, es ist Zeit, dem Rat Bericht zu erstatten. Ach ja, na dann auf zum Rat. Komm schon, Ahsoka. Ich soll euch begleiten? Ich hab gedacht, nach dem letzten Mal... Ahsoka, du hast einfach nicht aufgegeben. Das war hervorragende Arbeit. Aber wenn ich deshalb schon Ärger bekomme, darfst du auch was davon abhaben. Na los, komm, gehen wir. Immer zur Stelle, Sky Guy.